Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Danke für den Hinweis mit der fehlenden und falschen Bezeichnung hier in der Schalungsübersicht. Also R8 hat jetzt seine richtige Bezeichnung. K17, die hat gefehlt, also das habe ich ergänzt. Ja, und dann möchte ich nochmal hier auf diese Biegung hinweisen. Und auch hier auf R4 schauen wir uns gleich nochmal an. Und wir schauen uns jetzt auch gleich an diesen Bereich hier. Da haben schon einige gepostet. Da ist etwas Besonderes und ich schaue, dass ich in der Mittagspause dort mal vorbeischaue. Und dann schauen wir uns auch nochmal das hier an. Ja, da müssen ja irgendwie durch die Wand die Züge, deswegen diese Aussparungen. Und das bedeutet natürlich einiges für den Bau der Seitenwand. Die kann eben nicht einfach ran bis BA8 in dem Fall und auf der anderen Seite bis BA19, sondern die muss warten, bis hier einiges fertig ist. Ja, und was ist los in BA9? Aber vorher noch herzlichen Dank nach Nürnberg für die Spende. Fabian hat mich sehr gefreut, werde ich bestimmt heute noch brauchen. Jetzt sehen wir beim Blick auf BA9 hat sich nichts verändert, denkt man, aber man muss einfach mal diese Folie löschen und schwuppdiwupp. Heute wird betoniert. Also der vierte Abschnitt oder Teil der Bodenplatte BA9. Diese Hälfte ist schon fertig. Und in dieser Hälfte sehen wir, ist auch wieder die Hälfte jetzt am Betonieren, bis zu dieser Holzkante. Und jetzt habe ich vorhin vielleicht was Falsches gesagt, vierter Abschnitt, nee, das ist der dritte und das wird dann der vierte sein. Auf jeden Fall wird jetzt Fahrspur 1 und 2 betoniert plus das Fundament unter Bahnsteig 1 in BA9. Ja, und dann schauen wir uns mal die Übersichtskarte an. Danke für den Hinweis mit R4, den habe ich jetzt auch gelb eingefärbt. Denn wenn man da genauer hinschaut, kann man schon sehen, die ersten Schalungselemente liegen an. Und ich würde mal sagen, der Innenring ist fertig. Das ist aber nur eine Schätzung wegen dieser Kante. Aber der äußere Schalungsring oder Schalungsbogen entsteht hier. Aber erstmal nochmal zurück. Jetzt ein bisschen unruhig alles. Erstmal hier aktualisieren. So sieht es nämlich aus. K19 hat schon drei Schalungselemente. Hier dem Hubsteiger in Blau sieht man, wird an der Schwindgassenschalung D1 gearbeitet. Und bei K7 wird gearbeitet und R6, aber da haben wir noch ein zweites Foto. Ja, die Hutze von K20 hat sich auch schon ordentlich eingefärbt und rüber auf BA12, auch hier aktualisieren. Und da sieht man ganz toll die Struktur. Ja, ob es die letzte Baustahl Lage ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Könnte schon sein, dass noch was drüber kommt. Aber auf jeden Fall sieht es echt cool aus, finde ich. Und hier ist das Material. Geknickte 32 mm Baustahlstäbe und dann wird das hier mit gefüllt.
Ja, und jetzt schauen wir uns nochmal an. Hier ist die Webcam. Einmal aktualisieren. Ja, ich speichere natürlich immer die von Hand ab, weil ich sie eh anschaue. Und danke für den Hinweis mit dem Skript. Das hat Ralf übernommen. Und Ralf, danke für die Unterstützung. Das einzige Thema ist, wenn ich schaue, dann nehme ich die Bilder eh. Und wenn man ein Skript macht, muss man sich überlegen, in welchem Abstand. Und da haben wir auf täglich und bei solchen Ereignissen auf 5 Minuten. Aber das muss man ständig verändern. Oder man lässt Tag und Nacht auf 5 Minuten stehen und dann hat man eine Unmenge an Bildern, die man wieder aussortieren muss. Also, wie man es macht, muss man nacharbeiten. Deswegen denken wir täglich mit dem Skript und immer bei Ereignissen mache ich sowieso dann Schnappschüsse. Und das mit dem Dauerhaft-Skript, das macht ja die Bahn sowieso. Da kriegt man ja jedes Jahr einen schönen Zeitraffer geliefert. Ja, ihr habt gesehen, der Kran ist weg und der steht da auf der anderen Seite der neuen Wartehalle, also Richtung Schillerstraße. Deswegen ist jetzt auch Platz zum Betonieren. Die Pumpe da oben, eine unten. Baulogistikrampe wird noch lange gebraucht, da muss man noch öfter reinfahren. Hoppla. So, und jetzt gehen wir mal weiter. Ja, diese Webcam ist eine der ersten, wenn überhaupt nicht die erste. Haben wir den Bau des Technikgebäudes beobachtet, das hier zweistöckig unterirdisch liegt. Man sieht die Seitenwand. Und das hat schon begonnen, als der Nordflügel abgeknabbert wurde und dieser ganze Parkplatz hier umgestaltet wurde. Das sollte ich vielleicht mal eine Slideshow machen mit Gesamtbildern. Nächstes Webcam interessant. Ah ja, das hatten wir ja auch schon, aber ich mache mal aktualisieren. Dann hier der Blick, der ist ja auch mit eingebunden. Wird sich jetzt kaum was tun beim Aktualisieren, außer dass der Hubsteiger jetzt nicht mehr zu sehen ist, aber hier wird dran gearbeitet. Und es gibt ja hier eine neue Webcam und zwar genau das weiße Pixelchen hier. Hoppla, so. Also da steht ein Mast auf R3 und hier oben ist die Werbung dazu zu der entsprechenden Baufirma. Ihr habt ja schon gesehen, das weiße Pixelchen ist die Kamera, auf die wir jetzt gehen. Also immer K6. Die erste Lage ist drin. Baustahl K7, Killfuß, da wird dran gearbeitet. Hier die Krümmung der Seitenwand. Und jetzt kann man sich hier auch gut vorstellen, da will ein Zug durchfahren und man kann nicht einfach die Wand drüber. Gerade drin, da geht sie ja nicht. Sie macht einen Bogen. Also die muss warten, bis hier das Gerüst weg ist von der Armierung K7. Mindestens, wenn nicht noch länger, nee, länger nicht, wenn K7 Kelchblüte gebaut werden will, muss die Wand da sein. Also kann man sich vorstellen, wie der Ablauf sein wird. Dann haben wir hier den Südausgang. Sehr schön zu sehen. R4 kriegt man nicht ins Bild hier hinten. Aber den Steg, der hat jetzt schon seine seitlichen senkrechten Stahlträger, die dann den Wetterschutz tragen. Und hier sieht man das nächste Material zum Verfüllen, zum Zubuddeln. Hoppla. Na. So, und das sehen wir uns jetzt genauer an. Eins schwebt da oben, die anderen Säcke stehen hier unten. Und wenn sie geleert sind, dann sehen sie so aus. Hier der Südausgang von Süden gesehen. Man sieht hier an der Kante, die nächste Schicht ist drin. Die nächste Lage. Hier nochmal der Steg, Rampe und Brücke. Sieht vollständig aus.
dann wird es bald, denke ich mal. Moment, erstmal Cappuccino. Wird es bald ans Dach gehen. Na, Frosch im Hals. Blick noch zur Ehmannstraße Webcam. Die beiden hier. Und die zeigt uns ja Zwischenangriff Rosenstein. Das sind die Fernbahntunnel. Und da tut sich ja hier unten einiges. Und dann sehen wir noch auf der Zwischenangriff Abstellbahnhof. So heißt die. Heißt der Zwischenangriff und die Webcam heißt Emerstraße 2. Da sehen wir. Ach. Ein Gerüst auf diesem ja, bisherigen Logistikstraße und jetzt Notausgang oder Rettungszufahrt. Da steht oben drauf jetzt ein Gerüst an der Seitenwand. Ist interessant, was da gemacht wird. Das werden wir aber in Zukunft auch noch beobachten und dann sehen. Der Schallwagen, interessante Konstruktion mit den weißen Stahlträgern. Ist mir jetzt nicht ganz klar, was wir da exakt sehen. Und wer es weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Ja, das war's für heute und ich mache mich in der Mittagspause bestimmt los, um BA9 nochmal zu erfassen. Es ist immer wieder schön, bei dieser Animation zuzuschauen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.